Hallo, liebe Aufrufer. Es kommt jetzt die Piratensendung. Immer wenn ich einen besonderen Piraten entdeckt habe, einen parodistischen Piraten, dann stelle ich den vor, wenn ich ihn bemerkenswert finde, wie hier unseren deutschen Schriftsteller Martin Walser vom Bodensee, der ein ausgezeichneter Intellektueller ist, sozusagen die lebendige Geschichte darstellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg unser großer intellektueller Literat Martin Walser, und der wurde eingeladen, zum 9. November eine Rede zu halten in der Harvard University in Boston, also Massachusetts, Neuengland, also Ostküste USA. Boston, das ist sozusagen weitgehend unter europäischer, englischer Prägung, also europäisch ausgerichteter USA-Intelligenz. Und der Martin Walser hat in den 50er Jahren dort auch eine Zeit lang studiert und sagt auch selbst, er fühlt sich immer wieder hingezogen zu den Amerikanern und so weiter. 9. November soll aber hier wohl eine Rede zum Gedenken an die Judenverfolgung, vielleicht auch speziell die deutsche Attitüde dabei, die Hitlerei, Auschwitz, alles was man jetzt inzwischen mit Begriffen damit besetzt. Und ich nehme ganz kurz einen Bezug zu einem Streit, den der Werbemarketing-Manager Hendrik Broder betreibt im Moment, auf irgendeinen Bengel einprügelt, der irgendwas zum Holocaust gesagt hat. Also, es kann hier Hendrik Broder auftreten und behaupten, er habe nach 1933 von Holocaust geredet und habe also 1937 von Auschwitz geredet. Das kann er alles erzählen. Es ist mir auch ganz egal, wann der überhaupt geboren ist, ob er dabei war oder ob er nur irgendwas nachquasselt. Tatsache, die Deutschen haben in der schlimmen Zeit nicht von Holocaust geredet, sie haben auch keinen Holocaust betrieben, aber sie haben eine ganz schlimme Judenverfolgung und massenmörderische Judenvernichtung betrieben, in Deutschland, von Deutschland aus. Insbesondere schlimm ist es dann mit den eigenen Freunden und Nachbarn, mit den deutschen Juden, weil da nicht herbeigeholt werden kann, das eigene und das andere, ja, das Bekannte und das Fremde. Die deutschen Juden waren so sehr Deutsche, dass man überwiegend gar nicht wusste, sind die deutsche Juden oder sind die deutsche Katholiken oder sind die deutsche irgendwas. Und von Holocaust war da nicht die Rede, auch nicht von Shoah und auch nicht seitens der deutschen Juden. Das ist alles, was man nachträglich mit Marketing macht, und insofern hat der Bengel, den der Broder angreift, sogar recht. Das ist Marketing, und zwar ist es ungeschickt. Wenn man der guten Sache dienen wollte, müsste man das bei dem Namen nennen, den es auch hat, der Name, der tradiert worden ist. Und das waren solche absurden Begriffe wie Ariatum, wie Rassentum. Dieser ganze Unfug wird ja beseitigt durch solche Kunstnamen wie Holocaust oder Shoah. Und das ist aber etwas, was nach wie vor unausgesprochen auch die Folklore durchzieht, wogegen man auch aufklärerisch anlehren müsste, aber eben nicht mit Fremdworten, mit denen sich keiner identifiziert. Das ist meine Meinung. Und trete ich jede Diskussion, jeden Streit an, egal ob mit oder ohne Palästinensertuch. Sehr lustig ist also der Gerwald Klaus Brunner, der jetzt zu seinem Palästinensertuch und seiner orangenen Latzhose auch noch einen Davidstern umgehängt hat im Berliner Landtag und dann bei der Ehrung eines Verstorbenen das Tuch nicht vom Kopf genommen hat. Naja, gut. Also, ich komme jetzt hier zu Martin Walser, dem Piraten, der in Boston, Massachusetts am 9. November eine Rede gehalten hat. Und da gibt es hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern fast zwei Seiten. Hier eine Kurzfassung dieser Rede. Und ich komme gleich dazu, über Rechtfertigung und Versuchung. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute nochmal ein Nachschlag,
wieder von demselben Autor hier, der das berichtet hat, der Meister des Selbstgespräches von Chicago nach Boston, Martin Walser, liest, spricht große Sätze und erklärt sein Lieblingsland Amerika. Warum Rechtfertigung nicht in Rechthaberei enden darf, kritische Fragen prallen an seinem auratischen Zauber ab. So, also hier Martin Walser als Zauberer ein bisschen in die Blödsinnigkeit gezogen. Ich möchte dazu sagen, Martin Walser ist inzwischen 84 Jahre alt. Ich habe kürzlich ein stündiges Interview gesehen mit Thea Dorn. Die ist nicht hochintelligent, aber die ist keck. Und Martin Walser fühlte sich sozusagen sexuell angesprochen und war total redselig und lustig und so. Das ist ein intelligenter Mensch, der ist geistig beweglich und man kann an ihn argumentieren. Er ist in der Lage, Argumente aufzunehmen, zu erwidern und, sofern er abweicht oder anders denkt, begründen. Martin Walser, ein bedeutender Mann. Und jetzt komme ich hier zu seinem Inhalt noch ganz kurz. Hier wird dann auch berichtet, dass in der Diskussion sich Leute beschwert haben, dass er in seiner Rede zu wenig jüdische Autoren zitiert hat. Also die Harvard-Universität und das Institut, die ihn da eingeladen haben, ist nicht unter dem Signum Judentum. Auch wenn das Thema Holocaust ist, muss man dazu nicht Juden zitieren. Da kann man aber sehen, wohin das immer geht. Da beginnt schon die Propaganda. Warum steht in einem Zeitungsartikel irgend wahllos etwas, was nicht stattgefunden hat? Da könnte man alles andere auch schreiben, was da nicht stattgefunden hat. Hier wäre es eher an der Sache darzustellen, was stattgefunden hat. Und dazu habe ich dann noch einen kleinen Zusatzrundumschlag, nämlich weil Martin Walser sich hier schon für die Religion und für das Christentum aus dem Fenster legt, hier etwas vom Fides et Ratio, Enzyklika vom Papst Johannes Paul II. Von 1998, eine Originalschrift, da habe ich noch etwas Wesentliches dann daraus zu zitieren, hier zu Martin Walsers Ausführung über Rechtfertigung. Martin Walser sagt also Folgendes: Wir sind in der modernen Zeit angekommen mit einem menschlichen Grundmuster, das allgemein anerkannt wird, dass man sich sozusagen rechtfertigen können muss, dass man nicht im Unrecht ist. Also ein Mensch im Sinne von ein guter Mensch zu sein, kann das zeigen und damit hat es sich. Und Martin Walser sagt also, die moderne Zeit hat nun etwas anderes gebracht und ich zitiere hier erstmal kurz, im Vorspann nennt er seine Namensgeber, also seine Vordenker, seine Leitmotivträger, zum Beispiel also Kafka, Franz Kafka, den Schriftsteller, den psychologischen Prager deutsch sprechenden Schriftsteller. Und er selber hat also über Kafka seine Doktorarbeit geschrieben, Martin Walser. Das ist also nicht jüdisch, aber es ist ja nicht unjüdisch als Quelle sozusagen. Marcel Proust, à la Recherche du temps perdu, über die verlorene Zeit. Marcel Proust, auch nicht unjüdisch. Und dann über Heinrich Heine, Heines Tränen, Heines Größe. Heinrich Heine, ja auch ein jüdisch-katholischer Konvertit. Also nicht ganz unjüdisch, es hat aber gar nichts mit den Ideen und Gedanken, die jetzt Martin Walser in seiner Rede darstellt, zu tun. Deshalb muss man nicht fragen, sind das Juden oder sind das nicht Juden. Also er gibt hier vor unter anderem Kafka und zählt noch einige andere wirklich Glanzlichter der Literaturgeschichte auf, nämlich Dostojewski, aber natürlich Jean-Paul Richter, ganz großartiger Geist zur Goethezeit. Thomas Mann wird auch genannt, Hölderlin wird genannt. Robert Walser, der Pirat, den ich ja auch vorgestellt habe hier, Robert Walser, der wunderbare Robert Walser. Und dann kommt Martin Walser auf den evangelischen Gelehrten, Religionswissenschaftler und Theologen Karl Barth. Karl Barth. Mit TH am Ende geschrieben, Karl Barth, wunderbarer Autor auch, er kann gut schreiben. Karl Barth ist also einer unserer großen Schriftgelehrten des 20. Jahrhunderts, der kannte sich wirklich aus in allem, was ins Abendland geführt hat, Karl Barth. Und jetzt hat also Martin Walser hier ein kurzes Beispiel gegeben, und zwar folgendes: Es sollte in Salzburg eine Rede zu den Festspielen im vergangenen Jahr gehalten werden von einem Jean Ziegler, der wollte habilitiert werden bei Alfons Silbermann, der für mich Gutachter war.
Jean Ziegler, Silbermann hat ihn als einen Spinner abgewiesen, das ist ein Rosinenpicker, der springt, Ziegler springt auf Hetzthemen auf und geht in die Medien mit Erfolg. Und hier geht es aber um eine Sache, nämlich die Rede durfte Ziegler in Salzburg dann nicht halten, weil man ihm verdächtigte irgendwie und als Begründung wurde dann nachgeschoben, ja, man wollte ihn in Schutz nehmen, dass er nicht bedroht wird, wenn er dort redet. Und Martin Walser zitiert jetzt also Folgendes: Für Ziegler ist klar, die Konzerne, die er unermüdlich verantwortlich macht für die Hungerkatastrophe in Afrika und sonst wo, die haben seinen Auftritt verhindert in Salzburg. Und so wollte er anfangen. Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. 37.000 Menschen verhungern jeden Tag und fast 1 Milliarde sind permanent schwersten unterernährt. Und zitiert den World Food Report, dass die Weltlandwirtschaft das Doppelte der Weltbevölkerung ernähren könnte. Also, ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. Das ist sein Ton, sein Stil, seine Wucht. Die Landeshauptfrau eines Sozialdemokraten wie Ziegler selbst hat glaubhaft dargelegt, dass sie ihn aus ganz anderen Gründen ausgeladen hat. Das fand ja statt im März und im April. Und die Landeshauptstadtfrau wollte verhindern, dass Ziegler in Salzburg angegriffen werden könnte wegen seiner langjährigen Kontakte zu Gaddafi. Sie sagte, die Landeshauptfrau wollte Ziegler schützen. So kam es dort zur Festrede von Joachim Gauck. Und der Bürgerrechtler spricht so: In der Kunst wie in der Religion begegnen wir dem Absoluten, dass wir weder in der Politik noch in der Ökonomie je anzutreffen werden. Dann lässt Gauck lebhaft entstehen, was die Menschen in den kommenden kommunistischen Diktaturen mitgemacht haben und kommt doch wieder zurück auf die Kunst und damit unsere dürstenden Seelen in den unwirtlichen Ebenen überleben können, haben wir die Kunst. Und Martin Walser hat diese beiden Textzitate hier gebracht, um dann zusammenzufassen. Beide, Ziegler und Gauck, wirken auf mich als ganz und gar Gerechtfertigte. Natürlich kritisiert es dann in mir herum. Genau während die Absage an Ziegler das Medienthema war, hat die deutsche Regierung ihre Ostafrika-Hilfe ständig gesteigert. Zuletzt auf 118 Millionen Euro. Vor allem darüber hinaus haben Bürger und Unternehmen in Deutschland 91 Millionen Euro gespendet. Globalisierung hin oder her, diese Spendenmillionen brauche ich, um den Neid auf Zieglers Gerechtfertigkeitsfuror klein zu halten. Gauck schließt mit der Freude an der Freiheit der Erwachsenen zumal, die wir bei ihrem Namen nennen, Verantwortung. Das ist die Gebärde, das Tremolo, das jeder kennt, der diese Rede schon einmal halten musste, ob der heftige Ziegler oder der edel resonierende Gauck, in beiden spüre ich unsere Armut, meine Armut, die Armut dessen, der sich gerechtfertigt fühlen muss und deshalb verhungernde Kinder vorführt oder aus der Kunst ein zitierbares Allheilmittel macht. Beide sind so erfolgreich, dass mein Bedauern sich nicht auf ihre persönliche Lage beziehen muss, sondern auf das, was uns, die Intellektuellen, verbindet. Der Mangel an Rechtfertigung, der uns zu solchen Auftritten zwingt. Und Martin Walser führt also jetzt über dieses Dilemma einer aus Walsers Sicht überholten Perspektive, nämlich der Selbstrechtfertigung, in eine eigentlich an Verzweiflung grenzende Selbstverkleinung, ich kann die Ungerechtigkeit sehen und bin unfähig, etwas zu tun. Modernere, fortgeschrittene Haltung, die hier Martin Walser versucht darzustellen. Und er kommt dann sehr bald auf Karl Barth, eben dieser Karl Barth, ohne dessen Schriften Martin Walser meint, er sei an diese Problemstellung der Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit, der Rechtfertigung zu dieser Verkleinerungsstufe von Robert Walser beispielsweise, der dann gesagt hat, und fast zur gleichen Zeit, also am Anfang des 20. Jahrhunderts, sagte Jakob,
die Romanfigur Robert Walters. Wie glücklich bin ich, dass ich in mir nichts Achtens und Sehenswertes zu erblicken vermag. Klein sein und bleiben. Und höbe und trüge mich eine Hand, ein Umstand, eine Welle hinauf, wo Macht und Glück gebieten. Ich würde die Verhältnisse, die mich bevorzugten, zerschlagen und mich selber würde ich hinabwerfen ins niedrige, nichtssagende Dunkel. Ich kann nur in den unteren Regionen atmen. Walter sagt hier, das ist die radikale Absage an die Lebensmöglichkeit. Das sieht Walter als die modernste, die fortgeschrittenste intellektuelle Orientierung in Bezug auf das, was wir in unserem Leben erleben, insbesondere mit den Menschen durch die Menschen. Der Karl Barth nun wiederum habe als ein Mensch der Rechtfertigung hier zur Religion geführt, indem dann Stellen auch aus der Bibel und auch aus der christlichen Lehre, ja, auch zitiert werden, aber auch konstruiert werden theoretisch, indem man letztlich an den Punkt kommt, dass man sagt, nach den menschlichen Erwägungen von Gerechtigkeit und Recht ist ja selbst Gott nicht gerecht. Und führt dann aber über in der christlichen Interpretation, es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht um Gottes Gnade. Selbst Gott, wenn er nicht gerecht ist, hat aber die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit. Und daraus sollen dann die Christen machen, sie können auf Barmherzigkeit und Gnade hoffen und sie sollen aber auch selbst sozusagen mitmenschlich barmherzig sein und so weiter und so fort. Das sind also hier diese um drei Ecken Political Correctness Interpretation. Martin Walser stellt das also da in seiner Rede zum 9., also mit Blick auf die Judenverfolgung und Judenvernichtung in Deutschland und in Europa. Und er kommt dann auch auf dieses Zitat von Paulus. Es steht in der Schrift, Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Also die beiden Zwillinge, Jakob und Esau, die schon als Ungeborene bereits geliebt und gehasst worden waren, laut Textüberlieferung von Gott, was ja eine äußerst ungerechte Sache sein müsste nach menschlichem Ermessen. Und an diesem Beispiel wird dann gesagt, ja, und diesen Text hat aber nicht in unserer Bibel der Paulus gefunden, sondern, die gab es ja zu der Zeit noch nicht, sondern bei einem Propheten Maleachi, also circa 500 Jahre vor Paulus, da spricht der Herr, ist nicht Esau Jakobs Bruder, und doch liebe ich Jakob, Esau aber hasse ich. Daher hat es also Paulus, und der ist damit bei unserem Thema, heißt das, dass Gott ungerecht handelt. Gut, das alles geht in Einzelheiten und ist eigentlich intelligent und auch nicht überrumpelnd, solide gedacht. Für mich führt es aber jeweils doch an Schnittstellen, die dann zur Frage, was kommt hinten heraus, wie ist denn nun der Mensch? Also Martin Walser, wie bist du denn oder wie bin ich denn? Und er zitiert also hier zum Schluss nochmal drei wunderbare Zitate. Ich muss daran interessiert sein, die Genauigkeitsfähigkeit der Sprache begreiflich zu machen. Ein Beispiel, das mir zeigt, wie verlässlich Sprache sein kann. Drei Zitate. Hölderlin. Meine Seele ist wie ein Fisch aus ihrem Elemente auf den Ufersand geworfen und windet sich und wirft sich umher, bis sie vertrocknet in der Hitze des Tages. Robert Walser. Was soll ich mit den Gefühlen anfangen, als sie wie Fische im Sand der Sprache zappeln und sterben zu lassen? Franz Kafka. Gestern und heute ein wenig geschrieben.
Es ist trotz aller Wahrheit böse, pedantisch, mechanisch, auf einer Sandbank ein noch knapp atmender Fisch. Martin Walser hat diese drei Zitate zusammengestellt und schließt jetzt ab. Und keiner hat vom anderen gewusst. Der Mangel ist schwerer erfassbar als die Anwesenheit. Martin Walser sagt also, seine Angelegenheit sei es, auch wenn er es nicht mag, seine Arbeit und sein Dasein, sein Schaffen mit Worten nun noch näher technisch zu bezeichnen, sei die Literatur und die Religion. Er hat es hier also so in einem Satz gefasst. Und er zitiert dann auch Karl Barth, der ausgestreut hat, auf jedes Jahr kann ein Nein folgen, auf jedes Jahr folgt ein Nein und so weiter. Darin steckt wiederum eine banale dialektische Konstruktion, die ich persönlich ablehne, weil ich sie nichts aussagend beliebig finde. Ich kann natürlich alles in ein Nein und Ja aufteilen, aber was habe ich gewonnen? Gar nichts, nur eine unerlaubte Vereinfachung. Und dann komme ich jetzt hier also zu dem Wojtyla, Johannes Paul II. Hier, Fides et Ratio, über das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Das ist ja hier eigentlich auch das Thema von Martin Walser gewesen. Der macht nämlich mit wenigen Worten das klar, was ich hier im Grunde auch kritisch, ablehnend, zugespitzt sagen möchte. Also, unter dem Punkt 107, das ganze Epistel hat 108 Punkte, Verlautbarung des Papstes, also des Apostolischen Stuhls, 1998. Alle bitte ich, sich intensiv um den Menschen, den Christus im Geheimnis seiner Liebe gerettet hat, und um sein ständiges Suchen nach Wahrheit und Sinn zu kümmern. Verschiedene philosophische Systeme haben ihn durch Täuschung überzeugt, dass er sein absoluter eigener Herr sei, der autonom über sein Schicksal und seine Zukunft entscheiden könne. Wenn er ausschließlich auf sich selbst und seine Kräfte vertraut. Das wird niemals die Größe des Menschen ausmachen können. Bestimmend für seine Verwirklichung wird nur die Entscheidung sein, sich dadurch in die Wahrheit einzufügen, dass er im Schatten der Weisheit seine Wohnung einrichtet und in ihr wohnen bleibt. Erst in diesem Wahrheitshorizont wird er begreifen, wie sich seine Freiheit im Vollsinn entfaltet und dass er zur Liebe und zur Erkenntnis Gottes berufen ist. Darin liegt seine höchste Selbstverwirklichung. Also der Papst Johannes Paul II. Sagt, der Mensch kann nicht durch sich selbst und durch seine Kräfte, sondern durch seine Möglichkeit zur Liebe und zur Erkenntnis Gottes als Selbstverwirklichung. So, diese Möglichkeit. Das ist das, was Martin Walser und auch was Karl Barth ebenfalls anrufen. Und hier liegt sozusagen für mich der Ablehnungsgrund, darin einen Weg zu sehen. Zumindest aber die Schwäche der Argumentation, nämlich wenn die Möglichkeit besteht, sich also durch Selbstverwirklichung, durch Liebe zu Gott und dem Gottesbedürfnis, wie immer man das aufwertend, qualifiziert oder abwertend, pejoriziert, spielt jetzt keine Rolle, worauf es ankommt, ist, dass es eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist die Möglichkeit des einzelnen Menschen, die Möglichkeit der Kollektive, der sozialen,
Verbindung und so weiter. Die Möglichkeit beinhaltet eben, wie das Wort Möglichkeit schon sagt, auch die andere Möglichkeit, das nicht zu tun oder das Gegenteil zu tun. Man kann sich auch eine teuflische Variante zulegen. So, da wir Menschen unter Menschen sind, sehen wir, es gibt welche, die das auf ihre Art mit ihrem Gott machen, die Möglichkeit so wahrnehmen. Die sind auch für sich vielleicht damit froh oder erfüllt oder streben der Erlösung nach oder was immer sie machen. Sie leben aber in dieser Welt und da würde ich sagen, sie leben nicht unbedingt, wie Martin Walser es mit Robert Walser gesagt hat, so klein, dass sie ihre Nichtigkeit kaum noch spüren. Das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, ich bin ja eigentlich gar nicht bedeutend. Aber das andere ist eben, dass wir täglich klarkommen müssen mit dem ganzen Unfug und auch mit dem ganzen Böswillen, den es gibt. Und der besteht dann nicht in der Großzügigkeit und nicht unbedingt in dem. Und das wäre jetzt der Punkt zur jüdischen Philosophie, die dann an manchen Stellen ganz harte Schnitte macht und dann sagt, stopp, hier ist unsere Ansage und da kommt es jetzt drauf an. Gut, das war hier Martin Walser als Pirat von mir und für alle, die ihre Kritik oder ihre eigenen Gedanken nicht in Worte fassen können oder kneifen, die können jetzt wieder Dislike drücken. Das ist ganz einfach. Mit dem Knopfdruck kann keiner was anfangen, weil man nicht weiß, was gemeint ist. Aber nur zu. Also schönen Dank für den Aufruf.